Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Mikrobiologie direkt, direkt hier aus den Fermicon-Laboratorien. Die erste Folge beschäftigt sich mit was ganz Aktuellem. Coronaviren sind in aller Munde, aber die wenigsten wissen, was tatsächlich Viren sind. Und deswegen beschäftigen wir uns hier in dieser Folge mit, was sind Viren? Viren sind eins nicht, Viren sind Leben. Tatsächlich sind die Viren irgendwo an der Grenze zwischen Leben und Tod. Warum? Weil ein Virus sich nicht grundsätzlich selber vermehren kann, sondern er braucht immer eine andere Zelle, oder externe Energie. Ein Virus war auch von Anfang an dabei. Man sagt, die deutsche Virologin Karin Mölling sagt, dass die Viren quasi der Beginn alles Lebens waren. Also sind wirklich sehr, sehr alt. Und wenn man heutzutage sagt, ich habe mir ein Virus eingefangen, so ist das eigentlich grundsätzlich total falsch. Denn der Körper eines Menschen besteht aus 10 hoch 12 Zellen, also 1 Billion. Auf diesem Körper sind 100-mal mehr Bakterien als Körperzellen, also 10 hoch 14. Und wir haben nochmal 100-mal mehr Viren auf diesem Körper. Das heißt, wir bestehen aus 1 Billion Körperzellen. Darauf sind 100 Billionen Bakterien. Und auf den Körperzellen, auf dem Körper sind auch eben 10.000 Billionen Viren. Das heißt, der Körper besteht, oder der Mensch besteht in seiner Gesamtheit aus Körperzellen, Bakterien und Viren. Nun, wie ist ein Virus aufgebaut? Ein Virus ist sehr einfach aufgebaut, hat eine Erbsubstanz, DNA oder RNA und eine Proteinhülle. Und die Erbsubstanz, so ein Virus hat irgendwo zwischen tatsächlich 0 bis 2500 Genen. Zum Vergleich, der Mensch hat 22.000 Gene. Und das Virus, man sagt ja das Virus, weil es von Virus kommt, nicht von wir, der Mensch, sondern das Virus, ist sehr, sehr klein. Das ist irgendwo im Nanopartikelgröße. Es gibt aber tatsächlich auch sogenannte Gigaviren, die sind fast so groß wie ein Bakterium. Und wenn wir über die Anzahl der Viren gerade gesprochen haben, gerade wenn wir was essen, wenn wir einen Salat essen, wir nehmen unzählige Viren zu uns. Deswegen, wenn man zum Beispiel überlegt, man muss hier irgendwie sterilisieren, dass man steril lebt, das ist fast unmöglich, denn Viren sind einfach überall. Und was sind jetzt eigentlich Coronaviren? Also es gibt diese Familie der Viren, Coronaviridae. Und für den Menschen kennt man jetzt 7 verschiedene Coronaviren. Die können leichte Erkältung verursachen, laufen bei der Grippewelle mit oder können eben bis zu schlimmen viralen Lungenentzündungen verursachen, so wie jetzt der Coronavirus, der eben die Lungenkrankheit, die Lungenentzündung, virale Lungenentzündung, Covid-19 verursacht. Man kennt also neben diesen 4 leichteren Coronaviren, kennt man Anfang der 2000er Jahre, gab es eben das SARS-Coronavirus 1, dann gab es das Middle East-Virus, MERS-Coronavirus, MERS-Coronavirus und jetzt gibt es eben das SARS-Coronavirus 2. Der Genom besteht so ungefähr aus 31.000 Nukleotiden. Und was das Besondere bei den Coronaviren ist, sie können auch zwischen den Arten springen. Weil man muss ja bei den Viren sich so vorstellen, die wollen ja grundsätzlich nicht den Wirt töten, sondern sie wollen ja selber quasi überleben. Sie wollen sich ja weiter vermehren. Und deswegen können sie auch zwischen den Arten mal hin und her springen. Und so vermutet man eben auch bei diesem Coronavirus SARS-CoV-2, dass er eben vom Tier auf den Menschen gesprungen ist. So viel zum aktuellen Coronavirus. Da will ich jetzt momentan gar nicht tiefer drauf eingehen. Und wie vermehrt sich jetzt ein Virus? Wir haben ja vorhin gehört, ein Virus braucht jemand, der ihm hilft. Alleine kann er sich nicht vermehren, weil er einfach zu einfach, zu wenig komplex ausgestattet ist. Das heißt, ein Virus braucht eben eine andere Zelle. Es kann eine
menschliche Zelle sein, kann auch ein Bakterium sein. Es gibt Viren extra nur für Bakterien und oder eben externe Energie. Wie werden jetzt Viren übertragen? Man kennt ja das ganz normal bei der Grippe, Tröpfcheninfektion zum Beispiel. Aber die Viren unterscheiden sich sehr, ob sie robust sind oder weniger robust sind. Zum Beispiel, es gibt wenig robuste Viren wie die AIDS-Viren. Die können nur im Blut überleben oder auf Schleimhäuten. Und die sterben sofort, wenn sie außerhalb ihres Lebensraums kommen. Deswegen kann man sich auch nicht in der Sauna mit dem AIDS-Virus anstecken. Das Coronavirus ist hier schon wesentlich stabiler und es überlebt über Stunden oder über Tage letztendlich auf Flächen. Aber das Coronavirus oder Virus letztendlich kann nicht über die Haut eindringen, also muss irgendwo in eine Flüssigkeit reinkommen. Und das Coronavirus, was übrigens deswegen Coronavirus heißt, weil es auf diesen, wir wissen ja, wir haben ja vorhin gelernt, Erbsubstanz, darüber Proteinhülle, und auf diese Proteinhülle hat es sogenannte Spikes, schaut aus wie Stacheln. Die benutzt es für die Zelladhäsion, also wenn es an die menschliche Zelle ankoppelt. Dafür sind die notwendig. Und die schauen dann aus wie eine Krone, deswegen Coronavirus. Und dieses Coronavirus kommt jetzt über die Tröpfcheninfektion, also über Mund, Nase, überall, wo Flüssigkeiten sind, in den Menschen hinein. Aber auch über die Augen. Deswegen macht das Tragen von Atemmasken, so was man heutzutage überall sieht, man überhaupt gar keinen Sinn. Dann sieht man Leute rumlaufen mit einer Atemmaske, aber das Virus geht über die Augen rein. Normalerweise trägt man eine Atemmaske, um den anderen nicht zu infizieren. Wenn man sich wirklich davor schützen wollen würde, dann bräuchte man wirklich sehr hochwertige Atemmasken und eben eine entsprechende Schutzbrille. Nun, das Coronavirus in diesem Fall, das dringt quasi in den Menschen ein und es siedelt sich vor allem im Rachenraum an. Es vermehrt sich im Rachenraum und dann wandert es langsam runter in die Lunge. Und während es langsam runter wandert, wo es sich dann auch weiter vermehren kann, hier hat eben das Immunsystem eine Möglichkeit, um ganz klar und effektiv dann anzugreifen. Wie bekämpft jetzt der Körper ein Virus? Mit der Immunabwehr. Deswegen ist es so wichtig, dass das Immunsystem bei Menschen Gutes. Würde die Immunabwehr ein Virus nicht bekämpfen, so würde das Virus sich, wenn wir jetzt ein pathogenes Virus haben, würde sich immer weiter verteilen, immer weiter verbreitern, sich immer weiter vermehren, bis der Mensch stirbt. Ganz einfach. Aber dann wären wir nicht so alt geworden in der Evolution. Deswegen ist unsere Immunabwehr auch so gut und auch so komplex. Prinzipiell zur Abwehr von Viren haben wir erstmal die äußerliche Abwehr, also Haut kann nicht einfach so schnell die Virus rein, und auch eine unspezifische Abwehr, das läuft dann über Interferone etc. Aber was wichtig ist, so diese spezifische Abwehr. Wir haben jetzt, ohne jetzt ins Detail einzusteigen, wir haben ganz wesentlich die T-Lymphozyten und die B-Lymphozyten. Bei den T-Lymphozyten ist es so, dass der T-Lymphozyt erkennt, wenn eine Zelle vom Virus befallen ist, und er kann, die T-Lymphozyten können dann diese Zelle abtöten. Das ist zum Beispiel auch das Problem bei Covid-19, bei der Lungenkrankheit, dass wir hier manchmal ein überreagierendes Immunsystem haben. Und dann werden ganz viele Lungenzellen eben von T-Lymphozyten abgetötet. Oder wir haben die Möglichkeit, über die B-Lymphozyten, da werden Antikörper produziert und die Antikörper verbinden sich direkt mit den Viren, mit dem Antigen, zu einem Antikörper-Antigen-Komplex. Und dieser Antigen-Antikörper-Komplex wird dann von den Phagozyten, von den Fresszellen erkannt, sozusagen aufgefressen, eliminiert. Und auf diese Weise kann der Körper Viren bekämpfen und auf diese Weise funktionieren auch Impfungen.
dass man sagt, okay, der Virus, der Körper erkennt schon mal ein Virus, was da schon mal da war und hat dementsprechend sehr viel schneller die Immunantwort parat und kann das Virus dann erfolgreich bekämpfen. Damit kommen wir schon auch zum Schluss. Also Viren sind super einfach aufgebaut. Viren brauchen andere Zellen, um sich vermehren zu können. Sie können sich nicht von sich selbst aus vermehren, wie menschliche oder Bakterienzellen. Und Viren sind irgendwo an der Schwelle des Todes oder an der Schwelle zum Leben, also irgendwo zwischen Leben und Tod. Und sie sind ein Teil von uns. Und in der Mehrheit nützlich, gut und nicht schädlich. Sodass das nächste Mal, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, oh Gott, ich habe mir ein Virus eingefangen, dann können Sie sagen, ja, 10.000 Billionen Stück.